Ich könnte auch den Hausneuentwurf vorher erforschen. Das wäre wahrscheinlich schlauer. Könnte was Cooles drin sein. Ja, 10 weniger von jenen ist schon mal sehr gut. Bleibt einfach mal hier. Auf eure Arbeitskraft bin ich jetzt nicht so angewiesen eigentlich. Und dann auf den Augen. Danke. Ja, ihr braucht nichts machen. Ehrlich, das ist mir zu riskant, dass die da arbeiten. Schicht ich lieber nochmal um. Was macht ihr? Und dann 4 Kleppos. Ja, tschüss. Das schaffen die noch. Jawoll. Zurück. Wie lange brauchen die? 17 Stunden. Das sind dann minus 100, minus 120 Grad. Okay. Scheiß muss mal weg. Obwohl. Das. Ja. Das sind 1000 noch da übrig. Nee. Schafft mir kurz einfach noch ein bisschen mehr Essen ran und dann ist das. Das wird hier alles umgebaut. Bist du dämmerisch? Gibt's doch nicht. Dreht ja hier schon wieder komplett durch. Lass mal einfach maximal einstellen.
Nun. Backstation knallen. Dann gibt es hier nochmal. Keine Baracke. Schiss aus. Das will da anscheinend einfach nicht passen. Gut. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Der Scheiß bleibt liegen. Forsch das erstmal. Mache ich lieber das. Machen wir mal 21 von denen. Kostet ja jetzt wirklich nichts mehr. Nochmal Überlebende, nice. 17 Stunden, das schaffen die locker. Mehr Arbeitskräfte. Sehr schön. So. Das passt ja dann erstmal. Ja, ja. Ich weiß, dass der Sturm mal wieder kommt. Und ich würde sagen, wenn wir den Sturm überstanden haben, beende ich auch erstmal die Aufnahmesession. Wisst ihr, Leute? Müssen nur noch ein paar Tage durchhalten, sage ich dazu. Ein paar Tage, bis ich hier. Guck mal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir kriegen Ersatzteile. City.
So. Na komm. Zehn nur. Gut. Hier kommen 31 neue. Ist mir also egal. Gut. Es sind doch nur 6 gekommen, hey. Yay, eine Hinrichtungsstätte. Sehr schön. Ach, ihr wisst, was ich mag. Hättet ihr eigentlich schon richtig angebrüllt. Ich weiß, da stehen genug, aber die kosten nichts. Fertig gebaut. Ganz ehrlich. Rohstoffdepot. Tschüss. Du bist hier maximal im Weg. Ups, da bin ich wohl auf die falsche Taste gekommen. Oh nein. Das tut mir jetzt aber leid für den Bürger. Dabei wollte ich die Wache zurechtweisen. Ich kann doch nicht irgendwelche Leute einfach verprügeln. Ach, schön. Zack. Alles abgerissen. So. So. Und das wird jetzt hübsch neu gebaut. Machen wir hier so ein schönes Kohleviertel hin. Tage dran zu bauen haben, würde ich schätzen. Und dann würde ich sagen, lassen wir die noch ein bisschen vollgebrüllt werden. Was kosten die eigentlich? Ja. Mehr ist halt besser. Also es bringt zwar nichts, aber hey. Minus 80 Grad geht's schon, okay.
Dafür lasse ich euch auch die Heizung auf volle Pulle. Ah, wir haben Obdachlose. Das ist natürlich schlecht. Fahren wir hier mal ein bisschen hoch. Wollen eigentlich hier, ne? Wir lassen mal die Ingenieure hier drinnen arbeiten. Ihr arbeitet nicht lange, warum? Ihr arbeitet jetzt länger, wir brauchen mehr Essen. So wie ihr. Ja. 96% Effizienz, was hier los? Steht nicht so ein Ding in der Nähe, oder? Doch, eigentlich schon. Ich würde sagen, so ein Verwaltungsbezirk, so ein Verwaltungsdistrikt könnte man auch noch ein bisschen bauen, ein bisschen was hübschen. Wird denn hier irgendwas hübsches schon? Forschen wir einfach mal das Treibhaus, das wird bestimmt was freischalten. Ach ja, euch ist ja noch kalt. Machen wir das Ganze so und dann ist euch wieder. Kann ich dich schon einstellen? Bestimmt nicht. Und jetzt jammern die mir hier nicht mit. Warum? Weil es euch hier zu kalt ist für uns. Ja, bis das gebaut wird, wird hier volle Bude geheizt.